Im dritten Teil der Reihe Mainmühlhausen geht es um die Innenstadt, deren Fläche von der inneren Stadtmauer umschlossen ist. Die Innenstadt von Mühlhausen in Thüringen geht in seiner heute noch gültigen Aufteilung wahrscheinlich auf das 13. Jahrhundert und den Bau der inneren Stadtmauer zurück. Unterteilt wird, nach dem Stadtchronisten Christian Gottlieb Altenburg, in Unterstadt, die sogenannte Altstadt, und in Oberstadt, die Neustadt. Mit einer Fläche von fast 2 Quadratkilometern war Mühlhausen im Mittelalter nach Erfurt die zweitgrößte Stadt in Thüringen. Nachdem wir uns in der ersten Folge über die Mühlhäuser Innenstadt mit der Ober- oder Neustadt beschäftigt haben, wenden wir uns nun dem älteren und größeren Teil zu, der Unter- bzw. Altstadt. Hier kann man durch die für Mühlhausen typischen verwinkelten Straßen und Gassen gehen, denn im Gegensatz zur Oberstadt ist die Altstadt vor ihrer Entstehung nicht geplant worden. Je nach den Bedürfnissen der Bewohner ist sie natürlich gewachsen. Ihren wahrscheinlichen Ausgangspunkt hat die Stadt in der Nähe der ehemaligen Unstrutfurt im Nordosten. Später dehnte sie sich dann weiter Richtung Süden, Südwesten und vor allen Dingen nach Westen weiter aus. Auf dieser Luftaufnahme aus dem Jahre 1940 ist ein großer Teil der Unter- bzw. der Altstadt sowie 3 der 5 heute noch stehenden Kirchen im Bereich der Unterstadt gut zu erkennen. Dies sind die Kirche St. Jakobi, die Barfüßerkirche am Kornmarkt und die Divi-Blasi-Kirche am Untermarkt. Wie schon gesagt, ist die Unterstadt der ältere Teil der Innenstadt. Der zentrale Platz ist der Untermarkt, die Hauptkirche ist die Divi-Blasi-Kirche, an der Johann Sebastian Bach 1707 und 8 Kantor war. Oberstadt und Unterstadt werden durch den Bachlauf der Schwemmleute getrennt. Verbunden sind sie durch das Rathaus, welches genau auf dem Bachlauf steht. Wie bei dem Film über die Oberstadt auch, habe ich diese Grenze der Einfachheit halber auf die Mitte der Wahl- bzw. Jüdenstraße verlegt. Auch wird uns wieder die Karte links unten im Bild sowie der blaue Stern als Standorthinweis den gesamten Film hindurch begleiten. Der erste Teil des Unterstadtbummels führt uns durch die heutige Görmerstraße mit ihren Seitenstraßen und Gassen, durch die Röblingstraße und Erfurter Straße bis in die Kilianistraße. Den Anfang machen wir am ehemaligen Standort des inneren Görmer Tors. Diese Straße gehörte früher, so Gottlieb Altenburg, bis zur Einmündung des Steinwegs zur Straße unter der Linde. Gleich nach dem ehemaligen Stadttor geht, stadteinwärts rechts gesehen, eine Gasse ab. Sie gehörte früher zur Gasse hinter der Mauer. Heute zählt sie zur Görmerstraße und ist eine Zufahrt für den Parkplatz Hampsack. Die Aufnahme aus dem Jahre 1984 zeigt das Haus Nummer 37, in dem zu DDR-Zeiten ein städtischer Betrieb ansässig war. Nachdem es renoviert wurde, ist es heute ein Wohnhaus. Ein kurzer, nicht befahrbarer Fußweg führt hinter die Mauer und zum Hampsack. Auf dem heutigen Parkplatz standen bis in die 1980er Jahre noch Leinsieder und Wohnhäuser mit Gärten. Dieses Foto entstand 1987. Zum 125-jährigen Bestehen der Mühlhäuser Feuerwehr wurde am damaligen Kaufhaus Magnet eine Rettungs- und Löschübung abgehalten. Vor dem Abriss der Häuser rund um die Ecke Görmerstraße unter der Linde zwischen 1901 und 1910 entstand dieses Bild. Erst Anfang der 1930er Jahre erbaute die Familie Eckmann an dieser Stelle das neue Kaufhausgebäude in moderner Stahlbetonbauweise. Nach deren Flucht führten die Familien Reinhold und Papst das Geschäft bis zur Übernahme durch die HO Anfang der 1950er Jahre. Bis 1990 hieß es Kaufhaus Magnet. Danach ging es wieder in den Besitz der Familie Reinhold über und wurde 1994 an die Familie Weihrauch verkauft. Zu Ehren der Erbauer heißt das Haus seit der Wende Eckmannhaus. Wenn auch die Straße unter der Linde in früheren Zeiten länger war, so war sie in der DDR ganz verschwunden. Das Straßenstück, was heute wieder unter der Linde heißt, gehörte damals zur Karl-Marx-Straße. Dieses Foto aus dem Jahre 1920 zeigt, in einer Seitenstraße gelegen, die Kirche St. Kiliani. St. Kiliani, Kirche am Rande der Stadt, Pestkirche. Bei Stadtbränden oft beschädigt, stand sie in den 1960er Jahren leer, wurde später als Lagerhalle genutzt und beherbergt heute, nach umfangreicher Sanierung, die 3K-Theaterwerkstatt. Bis 1886 war an dieser Stelle, an der die ehemalige chirurgische Privatklinik des Dr. Rattmann steht, noch die Stadtmauer. Die Villa entstand zwischen 1890 und 1895.
Von 1938 bis Anfang der 1990er Jahre war hier das staatliche Gesundheitsamt. Mit diesem Blick durch den innerstädtischen Teil der damaligen Karl-Marx-Straße in den 1960er und 70er Jahren wenden wir uns wieder der heutigen Görmer-Straße und dem ehemaligen Standort der Gerichtslinde zu. Diese beiden Bilder aus dem Jahre 1940 zeigen das Hotel zur Grünen Linde aus der Kilianistraße fotografiert, sowie den großen Gastraum. Die allen Mühlhäusern bekannte Persiluhr an der Einfahrt zur Kilianistraße gab es zu dieser Zeit noch nicht. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts fanden bei der Gerichtslinde in der Görmer Gasse Märkte statt. Daher rührt auch der Straßenname unter der Linde und der Name des Gasthofes und späteren Hotels zur Grünen Linde. Den Gasthof gab es hier seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1857 wurde die Linde aufgrund ihres Alters und des ungünstigen Standortes gefällt. Von 1853 bis 1945 mit wechselnden Pächtern erfolgreich betrieben, wurde die Linde nach dem Krieg vorerst geschlossen. 1952 übernahm die AO Hotel und Restaurant. Im Jahr 1990, kurz nach der Wende, wurde der Hotel- und Gaststättenbetrieb eingestellt. Nach über 100-jähriger Tradition riss man das Gebäude im Jahre 1998 ab. Dieses Bild zeigt, vom Fenster des alten Hauses an der Ecke Görmerstraße unter der Linde aus gesehen, den Straßenverlauf der heutigen Görmerstraße in Richtung Untermarkt nach Westen, vorbei an der Einmündung Kilianistraße mit dem späteren Standort der Persiluhr und dem Hotel zur Grünen Linde gegenüber, bis zur Einmündung des Steinwegs. Auch dieses Teilstück der heutigen Görmer Straße gehörte bis Mitte des 19. Jahrhunderts zur Straße unter der Linde. Diese wurde im Jahre 1230 erstmals als Undir Senti Kilianis Linden in einer Urkunde erwähnt. Jeder Mühlhäuser kennt sie. Jeder weiß, wo sie steht. Sie ist der bestmögliche Treffpunkt der Stadt. Die Rede ist von der Persiluhr. Leider gibt es keine Fotos der Original-Persiluhr von Mühlhausen. Auch ist nicht genau bekannt, wann sie in Mühlhausen aufgestellt wurde. Ende der 1950er Jahre in eine sozialistische Form und Norm gebracht, anfangs sogar noch mit Uhr, wurde sie aber immer Persiluhr genannt. Heute stehen in Deutschland über 20 dieser Persiluhren, oft gesponsert durch die Firma Henkel. Anfang der 1990er Jahre bekam auch Mühlhausen seine Persiluhr in der Originalform und Gestaltung zurück. Natürlich hat sich neben der Persiluhr auch ihr Umfeld im Laufe der Jahre geändert. Die einzigen Geschäfte, die die Wendezeit bisher überstanden haben, sind die Lindenapotheke, die von unter der Linde 12 in die Görmerstraße 54/55 der ehemaligen Konsumkaufhalle umgezogen ist, und das Sanitätshaus Goethe. Alle anderen Geschäfte, wie Schuhstadermann, der kleine Zigarettenladen, der Uhrmacher Kubica, die Kiliani-Drogerie, der Tante-Emma-Laden an der Ecke Kilianistraße und vor allem Freddy Schäfers Musikwarenladen sind verschwunden, aber nicht vergessen. Zu einem besonderen Ereignis war die Straße unter der Linde, die Görmerstraße, ja fast die halbe Stadt 1891 festlich herausgeputzt. Anlässlich eines Truppenmanövers im Mühlhäuser Gebiet weihte Kaiser Wilhelm II. Von Preußen vom 13. bis 18. September in unserer Stadt. Ob einer der Herren in dieser Kutsche der Kaiser ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr hoch. Die nachfolgenden Bilder zeigen noch einmal den Bereich der Einmündung zur Kilianistraße, die Persiluhr, das Kaufhaus Magnet und den innerstädtischen Teil der damaligen Karl-Marx-Straße in den 1970er Jahren mit Blick Richtung Osten. Der
alte Icarus 66-Bus vor dem Kaufhaus ist wahrscheinlich kein Linienbus, da auch nach der Stilllegung der Straßenbahn-Oberstadtlinie 1968 diese Strecke nie mit Bussen im Linienverkehr befahren wurde. Mit diesem unscheinbaren Haus in der Gürmerstraße 17 sind für viele Mühlhäuser ebenfalls einige Erinnerungen verbunden. Sei es an die Zeit bis in die Mitte der 1970er Jahre, als es noch ein Blumengeschäft war, oder später, bis kurz nach der Wende, als hier die Phonothek untergebracht war. Für die Jüngeren, die diesen Film sehen, eine Phonothek war eine Bibliothek, aber nur für Tonträger. Das waren in der DDR ausschließlich Schallplatten, die großen schwarzen Scheiben und Musikkassetten. Wenn man gegenüber im Musikladen von Freddy Schäfer seine heiß begehrten, limitierten und meist unter dem Ladentisch verkauften Westplatten und Kassetten nicht bekam, so konnte man sie sich hier später ausleihen. Nach der Wende war in der Gürmerstraße 17 der Antalya-Imbiss, bis dieser später auf die gegenüberliegende Straßenseite in den ehemaligen HO-Musikwarenladen wechselte. Mit diesem über 120 Jahre alten Foto kommen wir zur eigentlichen Gürmerstraße, die 1313 erstmals als Implantea Germarigensi erwähnt wurde. Sie erstreckte sich von der Einmündung Steinweg, der früheren Fuhlbrückengasse, bis zum sogenannten Schildchen der Teilung der Gürmerstraße in Klosterstraße und Röpplingstraße. Das letzte Haus der ehemaligen Gürmergasse stadtauswärts rechts ist die Nummer 13. Seit meiner Kindheit kenne ich dieses heute renovierte Haus nur mit heruntergelassener Jalousie. Dies änderte sich erst nach der Wende mit der Einrichtung eines Klempnerbetriebes. In östlicher Richtung zeigt diese Aufnahme vom Anfang des 20. Jahrhunderts die Gürmerstraße von der Einmündung Allerheiligengasse links und der Toreinfahrt Gürmerstraße 3 rechts. Bis zur Einmündung Steinweg im Hintergrund links. Die 1384 erstmals erwähnte Allerheiligengasse ist die Verbindung der Gürmerstraße mit dem unteren Steinweg. Ihren Namen hat sie von der an ihrem nordöstlichen Ende stehenden Kirche. Die um 1285 als Sühne für die 1256 zerstörte Pfalzkirche errichtete Allerheiligenkirche ist die kleinste Pfarrkirche von Mühlhausen. Nach fast 250 Jahren, 1525 erstmals wieder erwähnt, werden aber erst 1685 wieder Gottesdienste abgehalten. 1689 brannte sie ab und wurde mit dem neuen, aufgestockten Barockturm neu errichtet. Seit der Aufhebung der Pfarrgemeinde um 1900 verfiel die Kirche zusehends. Von 1985 bis 1989 saniert, befindet sich heute eine Museumsgalerie in diesem ehemaligen Gotteshaus. Der erste Blick nach dem Betreten der Verbindungsgasse zwischen Gürmer- und Erfurter Straße fällt auf das Hinterhaus und die Hinteransicht der Gürmerstraße 3. Nach jahrelangem Leerstand wird dieses Haus zurzeit saniert. Die in früherer Zeit zahlreichen Mühlhäuser Weber sind die Namenspaten der Gasse, die 1407 erstmals in einem Katasterbuch der Stadt als Implantea wie Biergasse aufgeführt ist. Die Webergasse selbst hat nur zwei eigene Häuser, Nummer 1 und Nummer 2. Alle anderen, deren Zugang in der Webergasse liegt oder lag, gehören zur Erfurter oder Gürmerstraße. Das Lagerhaus im Hintergrund zum Beispiel gehört zur Gürmerstraße 1. Dieses Haus hier ist das Hinterhaus der Gürmerstraße 2. Zuerst Scheune, war es dann Wohnhaus mit Garten für 5 Familien. Bevor es Ende der 1990er Jahre einem Parkplatz weichen musste, diente Haus und Garten noch als zeitweises Domizil einer Kirmesgemeinde. Als diese beiden Aufnahmen der Webergasse in den 1970er Jahren und 1995 entstanden, waren die letzten Häuser in der Gasse noch bewohnt. Heute, 2014, ist nur noch eins übrig geblieben. Auch der Zugang zum damaligen Kartoffelkeller gehört nicht zu einem Haus der Webergasse, sondern zur Erfurter Straße 37.
wenden wir uns nach diesem Ausflug in die Seitengassen wieder der Görmerstraße und dort dem Haus Nummer 68, früher Haus Nummer 596 zu. Dieses Grundstück überschreitet die Größe eines Anwesens Mühlhäuser Vollbürger. Auch durch die Gestaltung der Eingangstür lassen sich Rückschlüsse auf die ehemaligen Besitzer ziehen, da in früherer Zeit der Besitz und der Status der Bewohner an der Größe und Verzierung der Eingangstüren zu erkennen war. Das heutige Vorderhaus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Bis 1790 war es ein Gasthaus und wurde auch danach noch als Schenke betrieben. Aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung zum Schiffchen. Noch vier weitere Gasthäuser gab es in der Görmerstraße, so zum Beispiel Bergmanns Bierstube, das spätere Keglerheim in der Nummer 7. Im späteren Goldenen Schiffchen soll Mitte des 16. Jahrhunderts Sebastian Rodemann gewohnt haben, der von 1525 bis 1559 Bürgermeister der Stadt war. Von 1898 an betrieb die Familie Franke über zwei Generationen hier eine Gerberei. Seit den 1980er Jahren war dann die Sanitärfirma Sanaro hier zu finden. Seit Mitte der 1990er Jahre ist in der Görmerstraße 68 eine Restaurierungsfirma und eine Fahrschule ansässig. Die letzte Station der Görmerstraße ist das Schildchen. Am Schildchen ist kein offizieller Straßenname, jedoch bei den meisten Mühlhäusern noch geläufig. Es bezeichnet die drei Häuser mit dem Brunnen, vor denen sich die Görmerstraße in Röpplingstraße links und Klosterstraße rechts aufteilt. Einst waren rund um das Schildchen und in der Görmerstraße viele Geschäfte und Gaststätten zu finden. Wie in der gesamten Innenstadt auch, sind heute davon nicht mehr viele übrig, am Schildchen selbst gar keine mehr. Während diese Bilder vom Schildchen auf uns wirken, ein paar Sätze zur Meißnersgasse, die am Abzweig Klosterstraße, der früheren Viehgasse, in Richtung Norden zum Steinweg führt. Sie ist in diesem Film aus Mangel an historischen Aufnahmen sonst nicht vertreten. Einst stand zwischen der Meißnersgasse, die 1388 erstmals erwähnt wurde, und der Allerheiligengasse die Meißner Mühle, die dieser Gasse den Namen gab. Außerdem war sie die östliche Begrenzung des ehemaligen Nonnenklosters, der Weißen Jungfrau auf der Brücke oder einfach des Brückenklosters, welches mit dem Abriss der Klosterkirche Ende des 19. Jahrhunderts verschwand. Anstelle des Klosters wurde eine städtische Schule gebaut, die heutige Röpplingschule. Diesen Namen trägt auch die folgende Straße. Vor 1883 hieß diese Verbindungsgasse zum Töpfermarkt, der damals das östliche Teilstück des Untermarktes war, kurze Görmergasse. Das Haus Nummer 5 ist das Geburtshaus eines weltbekannten großen Sohnes unserer Stadt. Johann August Röppling. Ingenieur, Konstrukteur, Brückenbauer. Geboren am 12. Juni 1806 in Mühlhausen, gestorben am 22. Juli 1869 in New York. Zu seinen wichtigsten Bauwerken zählt unter anderem die John A. Röppling Suspension Bridge über den Ohio River in Cincinnati, Bauzeit 4 Jahre von 1863 bis 1867. Weltbekannt aber wurde er durch den Bau der zur damaligen Zeit längsten Hängebrücke der Welt, der Brooklyn Bridge. Sie überspannt mit einer Länge von 1833,68 Meter den East River in New York und verbindet die Stadtteile Manhattan und Brooklyn. Die Bauzeit betrug 18 Jahre von 1865 bis 1883. Die Fertigstellung erlebte Röppling nicht mehr. Nach Röpplings Tod 1869 übernahm erst sein Sohn Washington und dann seine Frau Emily Warren die Bauleitung bis zur Vollendung und Übergabe der Brücke am 24. Mai 1883. An seinem Geburtshaus in der Röpplingstraße 5 wurde ihm zu Ehren und auf Verfügung des Magistrats vom 17. Juli 1883 hin diese Gedenktafel angebracht. Im Jahre 1990 wurde vom Eingang der Röpplingstraße 5 aus in westlicher Richtung zum Untermarkt hin dieses Foto aufgenommen. Die Parallelstraße zur Görmer- und Röpplingstraße ist die 1418 erstmals erwähnte Erfurter Straße. Sie ist eine der Haupteinfallstraßen der Stadt, an deren östlichen Ende bis Februar 1841 das Erfurter Tor stand. In den Einfallstraßen und rund um die Märkte waren die meisten der einst über 50 Gasthäuser der Mühlhäuser Innenstadt zu finden. Das auf diesem Foto links zu sehende Hotel Englischer Hof, später Schlenker und Hotel Stadt Mühlhausen gehören allerdings nicht zur Erfurter Straße, sondern zum Untermarkt. Auf dieses Haus und deren Geschichte komme ich später noch zu sprechen.
gegenüber in der Erfurter Straße 1, früher Hausnummer 505, gleich neben dem Amtsgericht, gab es seit dem Neubau des Gebäudes in den 1870er Jahren ein Kutscherstübchen mit Ausspann für 16 Pferde. Mitte der 1880er Jahre wurde die Anzahl der Gaststuben auf 3 erhöht und seit 1893 hieß das Gasthaus zum Kronprinzen, ab 1919 Erfurterhof. 1938 erwarben Gertrud und Albert Pog den Gasthof. Sie stellten 1939 den Fremdenzimmerbetrieb ein und bauten die gesamten Gasträume ab 1940 zu einem Café um. 1955 pachtete Walter Schikore das Café und kaufte es später. Seither heißt es Café Schikore und wird bis heute als Familienunternehmen geführt. Auf das am Ende der Straße zu sehende Hotel Erfurter Tor und eine weitere Gaststube in der Erfurter Straße komme ich ebenfalls noch zurück. Dieses in den 1960er Jahren aufgenommene Foto zeigt das Ackerbürgerhaus in der Erfurter Straße 2. Nach der Wende saniert, wurde es zwischen 1582 und 87 erbaut. Dieses unscheinbare Haus ist etwa auf der Hälfte der Erfurter Straße zu finden. Es liegt auf der Südseite gegenüber der Webergasse, von der aus 1963 auch diese Aufnahme gemacht wurde. An der Ecke zur Webergasse steht das Haus Nummer 37. Auch diese Aufnahme stammt von 1963. Bis 1990 war das Haus ein normales Wohnhaus mit einem für Mühlhausen typischen großen Gewölbekeller. Gewölbekeller und Haus wurden Anfang der 1990er Jahre umgebaut zur Gaststätte Kartoffelkeller und zur Erlebnisgaststätte Pflaumenbaum, später E37, heute Stadt Barbarita. Die nun folgenden Fotos vom Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen die Erfurter Straße mit Blick Richtung Westen zum Untermarkt hin. Der offene Straßenbach ist ein Abzweig der Schwemmnotte, vorher Popperöderbach, der vom sogenannten U-Boot an durch die Felchter, Erfurter, Kiliani und einen Teil der Görmerstraße fließt und dann in den Mühlgraben mündet. Ab 1895 wurde der Straßenbach durch einen unterirdischen Kanal ersetzt. Gleichzeitig dienten die Kanalarbeiten zur Erneuerung des Straßenbelages, dem Anlegen von Bürgersteigen und der Verlegung der Schienen für die ab 1898 in Mühlhausen fahrende Straßenbahn. Zehn Jahre vor der Kanalverlegung und 14 Jahre vor der Straßenbahn sowie 1968, ein Jahr vor der Stilllegung der Mühlhäuser Straßenbahn, entstanden diese Aufnahmen der Erfurter Straße mit Blick Richtung Osten. Eigentlich gehören diese beiden Häuser, Nummer 19 und 20, früher Hausnummer 486 und 87, zusammen. Seit 1820 gab es hier einen Bierausschank mit Ausspanne für 8 Pferde und Unterstellmöglichkeit in der Kilianistraße. Im Januar 1883 bekam der Malzfabrikant Hermann Weimar, der seine Malzfabrik im hinteren, an die Stadtmauer grenzenden Grundstückteil der Nummer 20 betrieb, die Schankgenehmigung für die Erfurter Straße 1920, die ab 1894 Weimars Bierstube hieß. 1913 übernahm Karl Heißler die Gaststätte und erweiterte sie in Richtung Hof- und Toreinfahrt. Nach seinem Tod übernahm Anna Heißler die Wirtschaft, die seit 1957 wegen ihrer Größe Puppenstube hieß und führte sie bis 1966. Endgültig wurde die kleine Gaststätte 1980 geschlossen, war noch bis Ende der 1990er Jahre Wohnhaus, steht seither leer und verfällt. Kommen wir nun zum östlichen Ende der Erfurter Straße und damit zur schon angekündigten Kurzfassung der Geschichte des Hotels Erfurter Tor. Unmittelbar neben dem ehemaligen inneren Erfurter Tor befand sich seit etwa 1885 ein Gasthaus, welches in früheren Jahren eine Weinhandlung war. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde aus dem Gasthaus, was mit der Hausnummer 20 zur Kilianistraße gehört, ein Hotel, das bis 1972 seine Gäste empfing. Danach stand es bis 1980 leer.
Im Zuge der Straßenerneuerung des Kilians Grabens, damals Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft oder kurz DSF, wurde es mit den beiden angrenzenden Häusern abgerissen. Mit dieser Aufnahme aus dem Jahre 1892 vom Schützenzug, der von der Kilianistraße in die Erfurter Straße abbiegt, und dem Foto, das zwischen 1895 und 1900 aufgenommen wurde, sind wir schon fast am Ende des ersten Unterstadtrundganges. Diese beiden Aufnahmen zeigen in Richtung Norden zur Görmerstraße hin die Kilianistraße mit noch offenem Straßenbach, der wie in der Erfurter Straße auch um 1895-96 durch einen unterirdischen Kanal ersetzt wurde. Auch der Blick Richtung Süden zur Erfurter Straße hin zeigt die Kilianistraße im Jahre 1887 noch mit offenem Straßenbach. Den Abschluss bildet diese Fotografie aus den 1970er Jahren. Sie zeigt die 1304 erstmals erwähnte Kilianistraße und auf der linken Seite die 1707 erstmals erwähnte Kiliani-Kirchgasse. Diese war bis zur teilweisen Abtragung der Stadtmauer 1886 eine Sackgasse. Wieder zurück an der Persiluhr und dem Kreuzungsbereich der Görmer- und der Kilianistraße sowie unter der Linde sind wir auch schon fast wieder am Ausgangspunkt und damit am Ende des ersten Teiles der Unterstadtführung angekommen. Ich hoffe, es war informativ, hat Erinnerungen geweckt und Spaß gemacht. Vielleicht hat es aber auch die Neugier auf den zweiten Rundgang geweckt, bei dem wir uns in das Gebiet mit den kleinen verwinkelten Gassen zwischen der Brücken- und der Wahlstraße und dem Untermarkt begeben.